Freunde, ich mach's kurz heute. Ich war heute mit der Apo auf der Autobahn. Das zeige ich euch in dieser Fahrstunde, denn es ist nämlich schon verdammt spät. Ich schneide jetzt noch die Folge, das wird wahrscheinlich auch noch eine Stunde dauern. Zieht's euch rein, war gut, war eine gute Autobahnfahrstunde. Viel Spaß! Achso, und zwischendurch nicht vergessen, liken und abonnieren, das ganze Ding, ne? Ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Reinhauen! Cool, und dann bleibst du hier auf der Spur. Passt. Wunderbar. Guck mal, jetzt bist du auf der Kraftfahrstraße. Dadurch, dass hier eine Leitplanke ist, darfst du hier 130 fahren. Machen wir nicht. Bleib mal im Dritten, bleib mal im Dritten. Zieh den mal. Du kannst den Dritten, also nicht wie in der Stadt bis 50, sondern zieh den mal bis 80 oder 90. Zieh einfach. So vom Feeling her. Dass du merkst, was der überhaupt kann. Weißt du? Und zieh mal noch weiter. Also geht. Ja? Und jetzt kannst du in Ruhe erstmal einen Vierten oder einen Fünften nehmen, was dir lieber ist. Erstmal den Vierten. Okay, erstmal den Vierten. Jetzt hast du rechts gesehen, da war dieses 120-Schild. Mhm. Also du darfst jetzt hier, wenn du wollen würdest, 120 fahren. Aber machen wir nicht sofort, wir gewöhnen uns erstmal ein bisschen. Ja, so, jetzt bist du ja im Vierten, jetzt kannst du auch locker den Fünften nehmen, weißt du, wo der ist. Mhm. Aber mach auswendig, ne? Lass dir Zeit. Zack, rollen lassen. Genau. Erschreck dich nicht wegen den 80 hier, das ist nur 80 bei... Nessen. Cool, heute ist ein richtig trockener Tag, also scheißegal. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint, der Tag ist schön. Cool. Und jetzt kannst du so locker halt fahren. Jetzt kann man da hinten schon erkennen, da ist so ein LKW, siehst du den? In der Prüfung wäre das cool, wenn du das schaffst, den eigenständig zu überholen. Das geht nur, wenn du auch vorausschauend fährst. Also wenn du jetzt mal guckst in den Innenspiegel und Außenspiegel hinter dir, ist nichts los. Ist keiner, ne? Du kannst so einen Überholvorgang rechtzeitig einleiten. Das heißt, du beobachtest das jetzt durch die Spiegel. Jetzt schmeißt du erstmal einen Blinker. Mach nur einen Blinker, aber nicht wechseln. Wenn du jetzt safe bist, nicht rüberwechseln. Wenn du safe bist, dass da frei ist, machst du nur noch einen Seitenblick so aus dem Fenster raus. So 90 Grad. Ist keiner? Dann ziehst du rüber. Dann machst du den Blinker wieder aus. Jetzt bist du safe. Jetzt ziehst du halt ein bisschen an, dass wir den LKW auch gleich überholen. Also mach dir auch keine Sorgen um die Autos von rechts. Ist alles cool. Kannst ruhig ein bisschen noch so, genau. Sehr gut. Denn du darfst auch nur auf diese Spur fahren, wenn du auch Fahrzeuge überholst. Das ist über die hohe Spur. Genau. So, guck mal, jetzt kommt da so ein Schild, Achtung Baustelle, siehst du das? In 800 Meter. Genau, in Baustellen ist immer etwas langsamer. Damit du jetzt hier nicht mit 120 in die Baustelle nagelst, nimm mal Gas ein bisschen zurück, nur zurück, nicht bremsen. Blink mal rechts, wir brechen jetzt unseren Überholvorgang praktisch hier ab. Wenn da keiner mehr ist, wieder Seiten, und dann ziehst du langsam runter, cool. Blinker wieder aus. Jetzt hast du hier 80, langsam runterbremst, du kannst also ganz knapp, weil die 80 ist, ist gut. Und locker weiter. Sie zum Beispiel. Die bleibt hinter dir. Merkst du das? Das ist gut. Du fährst einfach ganz locker weiter. Wenn du merkst, du hast so einen Psycho hier neben dir, der unbedingt hier vorne rein will. Was will man? Lass ihn rein. Ist scheißegal. So, was machen die denn hier? Mit 9 Leuten. Ja, nix hier. Nix los. Ja, keine Ahnung. Dafür ist 80 oder was? Voll der Fake. Okay, guck mal jetzt. 120. 120 darfst du wieder drauf tun. Jetzt hast du aber immer noch die LKWs vor dir, ne? Ja, und hinten voll. Hinten ist voll. Aber jetzt pass auf, das ist ein gutes Beispiel. Da hinten sind so viele Autos, dass man denkt, alter Boller, kann ich ja niemals überholen. Ne? Hol mal noch so ein bisschen auf, so zum LKW. Und schmeiß schon mal den Blinker links an. Einfach nur anmachen, mehr nicht. Mach einfach an. So, jetzt fährst du locker weiter, ruhig ein bisschen am Gas bleiben und beobachte den. Den schwarzen, siehst du das? Mhm. Ruhig weiterfahren, ruhig am Gas bleiben. Der lässt dich nämlich nicht rein, siehst du das? Cool. Irgendwann bleib am Gas, nicht das Gas verlieren. Irgendwann gibt es gleich einen, so wie den, der lässt dich rein. Langsamer. Hast du gesehen? Ja. Okay, Blinker aus und wieder Gas. Jetzt kannst du drauf drücken. Irgendwann gibt es einen, so wie ihn, der lässt dich rein. Also das kann sein, dass das nach 30 Sekunden passiert, nach einer oder nach zwei Minuten. Aber du musst blinken, damit die anderen überhaupt raffen, dass du überholen wirst. Weißt du, jetzt drück noch ein bisschen drauf, dass wir den auch tatsächlich überholen können. Genau, du bleibst jetzt schön dran. So überholen wir den. Sehr gut, bleibst du dran und dann ziehen wir einfach vorbei. Sensationell. Aber gut. Jetzt bleib ruhig auf der Spur, dann können wir den nächsten LKW nämlich noch mitkassieren. Wenn du mal hinten guckst, der drängelt auch nicht, also alles gut. Was ich dir damit sagen will, ist, das ist nicht wie in der Stadt, dass man blinkt und einfach abbiegt. Sondern du blinkst, dann wartest du erstmal und beobachtest, bis da jemand dir eine Lücke macht. Und dann Seitenblick und dann gehst du langsam rüber. Vorher auf keinen Fall. Natürlich sagen wir, überholen wir den auch noch. Und dann zeige ich
Korrekt. Guck mal, 80 bei Nässe ist egal. Ja, und dann geht's locker weiter. Ha ha ha.
das? So, jetzt nochmal so ein Seitenblick hier und dann wechselst du langsam rüber. Jetzt Kupplung, Bremse, ruhig fester bremsen und zweite Gang, wie beim Kreisverkehr. Und jetzt lass mal alle Füße langsam los, langsam lösen. Dann kommt die Motorbremse und jetzt checkst du nur noch links aus, ob da einer kommt. Kommt da keiner, kannst du locker weiter. Aber immer noch cool bleiben. Jetzt fährst du schön locker hier durch. Du musst das immer, muss sich sicher anfühlen. Wenn du selber denkst, dann lass. Ja, okay. Genau, Kupplung durch. Ja, genau. Sehr gut. So, jetzt gucken wir nämlich hier nach Dortmund rein. Ach, guck mal, ein toller Ausblick. Wunderschön, ein Traum in Wahr. Jetzt hast du hier wieder Ortseingang, Kupplung durch, locker runter, genau, 50, tipptopp, erster. Kreisverkehrsteil hier zum Abbiegen, langsam lösen. So, und jetzt rollst du erstmal nur. Denn du hast Vorfahrt gewähren und du musst weit, weit beobachten, ob da einer kommt oder nicht. Kommt keiner? Cool, dann kannst du locker weiter. So, und am Anfang haben wir das mit dem dritten Gang gemacht. Erinnerst du dich, wie wir den gezogen haben? Mhm. Das machen wir jetzt auch. Also jetzt einfach Kupplung, dritte Gang. Cool. Genau, los. So, und jetzt erstmal locker hier so drauf. Bleib erstmal so bei einer Geschwindigkeit, die sich gut anfühlt. Also gar kein Stress. Und jetzt guckst du auch gleich nicht irgendwie einen Schulterblick oder sowas. Sondern ganz normal auf deine Straße hier vorne gucken. So, und jetzt gibst du erstmal nur Gas, nur beschleunigen. Beobachte mal links im Außenspiegel den Mercedes. Siehst du den? Und wieder nach vorne gucken. Blinker links. So, beobachten, wenn du sagst, ist safe. Seitenblick. Ja, ist alles gut, passt. Seitenblick. So, und genau, Blinker wieder aus. Dann bleiben wir mal noch im dritten Gang. Erstmal cool bleiben. Jetzt zieh erstmal den dritten Gang, um auf eine angenehme Geschwindigkeit zu kommen. Jetzt merkst du, hast alles im Griff. Schaltest du ganz in Ruhe. Also jetzt einfach Kupplung durch, kein Gas, genau. Vierte Gang, cool. Du hättest auch direkt in den fünften gehen können, weil wir den dritten so gezogen haben. Okay. Hätte auch gegangen. Das wäre auch gegangen. Mach mal Kupplung durch und dritte Gang, fünfte Gang jetzt, ganz in Ruhe. Fertig. So, langsam lösen. Wichtig ist beim Auffahren, dass du den dritten Gang hast, dass du mit dem auch Kette geben kannst. Okay. Wenn da mal ein LKW kommt oder so, man denkt, boah, schalte ich, schalte ich nicht. Mit dem dritten schaffst du ihn. Nur nicht schalten auf dem Beschleunigungsstreifen. Weil dann nimmst du ja Gas weg, drückst die Kupplung. In dem Moment kannst du ja gar keinen mehr. Weißt du? Aber man denkt immer so, boah, ich muss ja schalten. Ja, ja, klar. Das ist der erste Gedanke, woran du wieder... Aber das brauchst du nicht, kannst vergessen. Okay. So, hinter dir ist cool. Guck, ob da ein LKW fahren, ob die bremsen oder...
oder was die da vorne so machen. Wenn du erkennst, die werden schon irgendwie langsam oder da eiert irgendwer rum, kannst du dir selber ja die Option schaffen, nach links zu überholen. Reinpassen. Ne? Also jetzt ist immer noch alles cool, aber es geht immer darum, dass du mal zwischendurch beobachtest und auch hier, dass du weißt, was möglich ist. Guck mal, der Mini hinter dir bleibt zum Beispiel ganz cool, ne? Obwohl hier 120 ist, der könnte überholen, wenn er Bock hat. Macht aber nicht. Sieh du auch ruhig mal noch ein bisschen an. Und auf der rechten Spur siehst du ja schon ganz viele Fahrzeuge, ne? Die kommen gleich da drüber. Okay, was können wir jetzt machen, damit das gleich leichter für uns wird? Links, oder? Gute Idee. Aber nicht mehr Gas geben. Erstmal Gas ein bisschen zurück. Blink schon mal links, dass der BMW da hinten Bescheid weiß. Der ist weit genug weg, siehst du den mit meinen Außenspiegel? Ja, beobachte den ganz in Ruhe. Alles gut, der gibt Gas. Siehst du richtig? Da warten wir. Cool bleiben. Der gibt jetzt auch Gas. Cool bleiben. Schön am Gas bleiben, dass du locker hier nicht den Anschluss verlierst. Bleib am Gas. Nichts riskieren. Mir geht es darum, dass du das gucken lernst, dass du das einschätzen kannst. So, guck mal jetzt zum Beispiel. Seitenblick und dann nochmal. Cool. Und jetzt ziehst du. Erstmal ziehen. Ruhig richtig ein bisschen mehr. Ich bin schon voll gerade ziehen. Ja, sehr gut. Aber nimm dir die Ruhe. Ein Auto, zwei Autos, drei Autos. Kassier die ruhig wieder. Und danach, später, wenn du einen Charger fährst oder so, ist egal. Dann kannst du, ziehst du ruhig. Aber hier mit dem Golf ist ein bisschen schwierig. Ja, also geht schon. Ist halt auch so sprinttechnisch dann so. Guck mal hinter dir, der drängt ein bisschen, ne? Aber wo willst du hin? Jetzt guck mal, die werden langsamer, siehst du das? So, und denk dran, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn du merkst, die stehen, was sollst du jetzt machen? Drück mal einen Knopf. So, cool. Jetzt rafft er das hinter dir. Genau, wieder ausmachen. Guck mal, wie viel der auf einmal Abstand nimmt. Siehst du das? Mhm. Weil der weiß, fuck, ich kann ja eh nicht. So, und jetzt, guck mal, wir sind jetzt bei 50, jetzt runter in den dritten Gang, erstmal locker bleiben. Das passiert übrigens nur, weil die ganzen Honks hier alle, da kommt gleich die Auffahrt zur A2. Ah ja, die wollen da alle drauf. Ja, aber die ordnen sich nicht vernünftig ein, sondern die ziehen, die warten bis zur letzten Sekunde und dann ballern die einfach rechts rüber. Dann müssen die alle bremsen und das war's. Also eigentlich, wirst du gleich sehen, gibt es gar keinen Grund für Stau, wo ich vierte Gang jetzt nehme. Boah, siehst du das? Hast du gesehen, wie der da reingezogen ist? Und deswegen gibt es den Stau. Weil jetzt wir bremsen müssen, dann bremst der hinter uns und dann bremsen die fünf dahinter auch. Einfach nur, weil so Vögel wie der Typ da vorne einfach darüber ziehen. Aber wir haben es drauf. Das ist auch aus Nü. Er ist. LA, to Leute. Aber guck mal, es löst sich sofort wieder auf. Es gibt gar kein Problem. Einfach nur, weil die alle hier wie die Irren rechts und links rüberziehen. Ohne zu gucken oder irgendwas. Und das ist ja die Kacke mit der Scheiße. So, ganz in Ruhe, zieh noch ein bisschen und dann nimm wieder den fünften Gang. Genau, jetzt einfach Kupplung durch. Yep. Weißt du eigentlich, wie man am besten jetzt seinen Abstand errechnet? Nein. Ganz einfach. Nee, pass auf. Bleib mal am Gas. Guck mal, das Auto vorne fährt unter dir zum Schatten her, ne? Ja. Jetzt zählst du 21, 22 und wenn du dann auch daher fährst, hast du 2 Sekunden Abstand und der ist immer cool. Weil wenn du, ich sag mal, 120 fährst, musst du immer halber Tacho, sind dann 60 Meter, dann musst du halt irgendwie ausrechnen, ist voll kompliziert. Also du nimmst zum Beispiel so ein Schattenfeld, dann fährt er da durch, dann zählst du 21, 22, 23, hast du 3 Sekunden Abstand. So, wir überholen jetzt keinen mehr, also müssen wir wieder rechts rüber, beobachten, chillig, Seitenblick und dann locker rechts rüber. Blinker wieder aus. Hast du gesehen, es gab überhaupt gar keinen Grund für diesen Stau, nur weil die hier nicht rüberfahren können. Alle wie die Irren rechts rüber wechseln. Das war's. Also hier ist nichts. Also so kannst du immer, wenn du dich fragst, in der Prüfung passt das so, passt das nicht vom Abstand her, machst das immer so mit 1, 2, 21, 22 und dann weißt du, geht oder geht überhaupt nicht. Kann man ja meistens dann auch selber einschätzen. Ja. Das ist so ein bisschen, so, weißt du, das ist so Theorie und Praxis, die gehen da so leicht aneinander vorbei. Hauptsächlich, du weißt, also, dass du, wo, wie du das, wie du an diesen Abstand kommst. Das kann ja auch sein, dass irgend so ein Vogel einfach direkt vor unsere Nase zieht. Das kann ja sein, da überholt dich links einer und zieht wupp direkt hier vorne rein. Ja, dann musst du selber das erkennen und sofort Gas wegnehmen und dann
was da so mit der Schlange ist, weil da hinten kommt ja so eine Ampel, ne? Sowas meine ich. Siehst du, der zieht einfach rüber, in der Prüfung, cool bleiben, Gas wegnehmen, ist halt so. Wunderbar. Lass dir ein bisschen Zeit, gerade für die Kurve hier, ne? So, wir fahren dann rechts weiter. Sauber. Gut, mach nicht ganz so schnell. Nimm die Kurve jetzt so wieder wie beim Kreisverkehr, zweite Gang. Also Kupplung, Bremse erstmal noch nicht schalten, Bremse erstmal nur runter. Noch weiter bremsen, ruhig, genau, ein bisschen knackiger. Zweite Gang, alle Füße wieder lösen, langsam lösen. Guck nur auf deine Straße, guck ja nicht nach links, nur auf deine Straße gucken. Siehst du das? Guck mal, wie schnell. 50, cool bleiben. Und dritte Gang. Und dann bist du safe. Das war's. Schlimmer Witz, ey. Schon 60 ist. Bremst ruhig ein bisschen runter, guck mal, die Eier, die wieder rum. Ruhig ein bisschen mehr, warte erstmal, bis das sich so wieder ein bisschen beruhigt hat. Cool. Kupplung durch. Wow. Und der erste Gang. Da kann man machen. War der McLaren? Ja. Nicht schlecht, ne? Ich kenne den Typen. Echt? Ich schätze, der verkauft Bonbons. Der hat ein Altersheim. Ein Altersheim? Ja, ohne Scheiß. Leck mich. Also hat er ein entspanntes Leben. Korrekt. Ne? Ein entspanntes Leben. Korrekt. Altersheim. Wem Weg war das? Alles gut. Auf jeden Fall ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ja, man denkt immer so gut um das, was da passiert, ne? Mal wie schnell und hin und her. Und ja, ich glaube, man macht sich doch ein bisschen auch selber, selber verrückt dabei. Ist so. Und im Endeffekt ist das Drauffahren ist ein bisschen schwierig, ja? Aber wenn man drin ist, dann geht's. Wenn du das mit dem dritten Gang einmal verstanden hast und dann weißt, okay, locker darüber, ist das cool. Tschüss.